Dinosaurier feststellen können, dass sie nur mit Platten am Boden Hörner hören konnten. Und nur dadurch waren sie dann in der Lage, Leute durch Schneestürme zu bringen. Das war ja damals schon so. Füchse wurden ja damals schon zu Urzeiten, noch zu Beginn der Eiszeit, von den Dinos durch Schneestürme transportiert, indem sie sich auf Druckplatten gestellt haben, auf denen sie dann Flöte und Hörner spielen konnten. So ist es damals gewesen, tatsächlich. Für heutzutage viele, ja, ganz vergessen geraten, dieser Brauch. Aber den sollten wir auch wieder einführen. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ja, da ist das Ding auf jeden Fall. Und wir sind dann gleich mal... Komm, Fox, blas ordentlich in dein Rohr. Es tut mir leid, falls du dich beleidigt fühlst durch diese Musik, liebes Dino-Viech. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Da musst du dich bei den Entwicklern dieses Spiels hier für bedanken. Das war nämlich gerade schon ziemlich trottelige Musik, die kam, als du hier angetrottet kamst. Also ich kann mich nur vielfach für die Entwickler entschuldigen, die diese Musik für dich gewählt haben. Es tut mir leid, ich würde mich zutiefst beleidigt fühlen, wenn ich mit dieser Musik eingespielt werden würde irgendwo. Aber naja, wie gesagt, da kann ich leider nichts für. Bring uns lieber mal durch den Schneesturm. Warum hattest du jetzt eine Lebensanzeige da unten? Ich will nicht, dass er das eine Lebensanzeige hat. Das Viech ist zu langsam, um damit zu kämpfen. Um den Snowhorn durch den Schneesturm zu führen, musst du ihn mit Runzelrüben füttern. Sie liegen auf dem Boden, also reite einfach darüber. Machen wir natürlich. Da ist die erste Runzelrübe. Oh. Wer hat sich das denn ausgedacht? Komm, wir erschaffen das langsamste Gefährt dieses Spiels oder aller Spiele jemals und machen damit jetzt einen langen Ritt, einen langen Checkpoint-Ritt, den man eigentlich nicht verfehlen kann. Man kann diesen Kurs nicht versagen, denn man kann hier nicht irgendwie falsch abbiegen oder so ein Kram. Die Rüben sind so kurz im Abstand hintereinander, einfach aus dem Grund, weil das Viech auch so langsam ist, dass es gar keine großen Strecken von einer Rübe zur anderen Rübe derzeit unten absolvieren kann. Es ist einfach nur eine unglaubliche Zeitstrecke, um dieses Retten. Dieses Rennen. Nicht dieses Retten. Rettich. Gib mir einen Rettich. Oh, danke. Hey, Checkpoint! Ich habe den Checkpoint erreicht. Und werde mich jetzt zum Absteigen bereit machen. Your friend will turn up. They usually do. Maybe I can help until he does. Nein, bitte nicht. Tricky! Ja. Man hätte ja auch einfach nur uns hinterherlaufen können. Fox hätte auch einfach nur dem Viech hinterherlaufen können, hätte nicht unbedingt auf dem reiten müssen, aber... Ja, du möchtest also unbedingt helfen, ne? Da bin ich sehr glücklich drüber. Lass mich raten, ich muss mit dir dieses Tor zernichten, muss ich das? Ich muss mit dir dieses Tor zernichten. So. Tricky ist nicht da, also zernichte mal das Tor, bitte. Danke. Oh, das reicht schon. Das hätte ich auch machen können, bevor ich abgestiegen bin. Ich dachte, ich muss da mit dir durch. Oh, danke fürs Runterlassen. Kämpfen wir mal ein bisschen hier. Zwei Gegner. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich habe da so eine Ahnung, wo die zwei Gegner stecken könnten. Jetzt durchs Feuer rennen beim Kämpfen. Jetzt haben wir Feuerangriffe. Firefox. Wir sind jetzt Firefox. So. Hier haben wir doch bestimmt irgendwie Leben drin. Kann das sein? Das ist sogar richtig. Hier gibt es wieder eine Menge. Das ist wieder so ein Rennen. Ist hier wieder so ein Rennen? Wahrscheinlich ist Tricky deswegen nicht hier. Oh, da waren wir doch schon mal. Das ist kein Rennen, das ist einfach nur ein normaler Kurs. Ob
Obwohl die Musik mega hektisch klingt und so. Aber die Klappe ist jetzt zu, wo wir schon mal vorstanden. Wir sind sogar schon mal in die Schlucht gehüpft, weil ich gehofft habe, dass ich weiter weg resettet werde. Aber Star Fox Musik! Cool! Weiter damit! Ich finde die Musik ist übrigens nicht so. Also die dieses Rennen hier jetzt nicht so mega dramatisch, dass man da jetzt so eine Musik einspielen müsste, weil. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Gegner, wir können hier einfach voll easy durchbremsen, vor allem voll durchbremsen. Wir können jetzt hier richtig durch den Parcours bremsen, ja? Oh nein, spektakulär! Wieso bist du nicht langsam gefahren, Fox? Du hattest doch alle Zeit der Welt. Okay, lass mich raten. Ich darf da nicht lang. Hab ich da gerade Tricky gehört? Ach, leck mich doch einfach am Arsch hier, komm. Oh, hi. Wie geht's dir so? Könntest du bitte aufhören, dich hinter Wänden zu verstecken, wo ich dann gegenschlage, weil ich dich automatisch anvisiert habe? Danke. So. Weg, habe ich gesagt. Hätten wir mal einen Stabspiel. Immer noch voll diese dramatische Musik. So, wenn es gerade im Endboss-Fight wäre oder so. Gibt es eigentlich Boss-Fights? Kann auch mal was anderes drin sein als erleben. Kann derjenige mal aufhören, hier rumzubrüllen? Es gibt auch Leute, die in der Höhle ihre Ruhe haben wollen, ja? Ja, das interessiert mich wohl nicht. Was bringt es jetzt hier zu sein? Ah, wir können da durchkrabbeln. Ja, was bringt es jetzt hier zu sein? Oh, ich glaube, es war gar nicht mehr so schlecht, dass ich da drin war. Oh, kann ich da drüber klettern? Kann ich da drüber klettern? Geht das Feuer auch nicht aus? Warum kriege ich hier Damage? Ach, weil einer auf mich schießt. Mir geht's aber nicht so nett. Kann ich da nicht einfach rüberklettern? Kann ich da nicht einfach durchlaufen? Wir brennen doch eh schon, was soll noch Schlimmeres passieren? Warum kriege ich hier Damage? Ich versteh's nicht. Oder darf ich den Rand nicht probieren? Ach, die Wände sind so glühend heiß, dass ich die nicht berühren darf. Ich verstehe. Da geht's also noch nicht weiter. Könntest du einfach mal aufhören, dieses Rad da zu betreiben? Das würde, glaube ich, schon mal einiges helfen. Hallo? Fuchs an Hamsterradbewohner. Fuchs an Hamsterradbewohner. Komm da raus. Du sollst ihre Maschinen nicht antreiben. Die sind gerade dabei, sich zu sabotieren und du machst einfach weiter. Das ist schon mal gereicht, um das Tor zu öffnen. Ist da der gute Tricky hinter? Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir Tricky jetzt hätten. Problem ist, er ist nicht da. Wir müssen uns erstmal Tricky finden. Bevor wir da weiterkommen. Ich habe so die Idee, wir müssen hier lang. So, das lief doch schon mal ganz gut. Tricky! Kannst du aufhören rumzubrüllen? Ich bin da. Ich habe leider keinen von den beiden Schlüsseln, die du brauchst. Trotzdem okay? Oder? Ich habe doch keinen von den beiden Schlüsseln. Ne? Ist doch richtig. Ich kann das Horn blasen. Ah, das ist sie. Das ist die Prinzessin-Tochter.
des Hochwohlgeborenen. Könntest du jetzt mal aufhören, die scheiß Maschine hier zu betreiben? Ich möchte hier was machen. Okay, wir müssen also irgendwas machen hier. Oh, was ist hier? Ein Skarabäus drin. Ein Scarab. Und da auch. Ja, 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 sag doch was. Komm ich nicht weiter. Mach irgendwas. Ich will doch, dass du irgendwas machst. Ja, ist doch gut, mein Gott. Wir standen vor deiner Zelle. Du weißt, dass wir dich gefunden haben. So, das Problem ist, es bringt mir nichts, dass ich gefunden habe. Wir brauchen jetzt mindestens einen Schlüssel. Die gibt's hier nicht. Ja, wir können hier hin und uns hier kurz unterstellen. Warten, bis die Kugel vorbeirollt. Dann rennen wir hinterher. Wir können uns hier theoretisch nochmal kurz reinstellen und warten, bis die Kugel vorbeirollt. Dann rennen wir weiter hinterher und dann haben wir ein Problem. Wir können weder hier rein. Sieht aus, als wenn da sogar der Schlüssel hinter wäre. Noch hier rüber. Wie komme ich denn da hin? Damit komme ich nämlich zur Kanone. Mit der Kanone kann ich vielleicht das Feuer da kaputt schießen, was eigentlich relativ unlogisch ist, dass ich mit der Kanone Feuer kaputt schießen kann. Aber irgendwas muss uns das erbringen. Ja, ich gehe nochmal runter und versuche nochmal die Treppe zu finden, die ich da gerade eben gesehen habe. Leiter. Ich habe schon wieder Treppe und Leiter verwechselt. Aber es scheint ein ganz anderer Bereich zu sein. Ah, hier ist nichts in dem Kram. Oh Gott! Wie muss ich, irgendwie muss ich doch dieses Feuer da auskriegen. Dahinter ist die Truhe, da ist doch bestimmt der Schlüssel drin, den wir brauchen. Ah! Schwiggy, spei Feuer! Da ist was hinter, wahrscheinlich der zweite Schlüssel. Schwiggy, spei Feuer! Hör auf damit! Hör auf damit! Könntest du damit mal aufhören? Ich hasse alle diese Leute, die hier so rumlaufen. Voll die dramatische Musik wieder, weil ich einmal ins Feuer gelaufen bin. Das bringt alles nichts. Hier gibt es definitiv nichts mehr. Die einzige Stelle, die uns was bringt, ist hier. Aber da können wir weder durchs Feuer durch. Noch können wir dadurch diese komischen Mini-Abhang erklimmen. Warum auch immer wir diesen Mini-Abhang nicht erklimmen können. Ich habe keine Ahnung. Fox kann sonst überall rüberklettern, nur da nicht. Weil das hier ist ein unüberwindlicher Absprung. Abgrund, wie auch immer. Warte mal, ich muss mich jetzt mal ein bisschen umsehen, ja? Also, kann ich mit dem Ding hier irgendwas anfangen? Anscheinend nicht. Das scheint noch groß zu werden hier. Oh Gott. Ja, gut, das hätte man sehen können. Ist das hier der Schlüssel zur Tricky's Truhe? Truhe. Gefängnis meine ich natürlich. Ja. Sehr schön. Das ist ein Sharklaw-Schlüssel. Ein Sharklaw-Schlüssel wird dafür verwendet, um Sharklaw-Schlösser zu öffnen. Sharklaws nutzen diese Sharklaw-Schlüssel, um Sharklaw-Schlösser zu öffnen. Willkommen in der Welt von Sharklaw. So. Dann nutzen wir diesen Sharklaw-Schlüssel auch mal. Um das Sharklaw-Schloss zu öffnen. Oh, Kack.
Ding. Und Tricky zu befreien, damit er aufhört, hier rumzubrüllen. Das ist ja nicht zum Aushalten. Das ist ja noch nerviger in dem Gefängnis als außerhalb. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das ist nicht einfach. Lass mich raten, das vordere Schloss können wir nicht verwenden, sondern nur das hintere? Natürlich. Jetzt hör auf, rumzubrüllen! Du schläfst, wie kannst du schreien? Hallo, du hast die ganze Zeit rumgebrüllt, jetzt bin ich da. Jetzt wach auch auf. Hey, kein Danke, kein High Fox, nichts. Einfach, ja, wieder da. Alles klar, weiter geht's. Ich hasse dich auch. So, du kommst hoffentlich gleich hinterher teleportiert. Damit du hier kurz Feuer speien kannst, ja? Ja, auf Feuer zu speien. Ich brauche den Schlüssel. Dann kann ich die Olle befreien. Das heißt, ich kann den ganzen Feuerweg jetzt nochmal laufen, den ich eben schon gelaufen bin. Ich meine, der ist jetzt nicht lang und der ist jetzt nicht nervig und das ist auch nicht schwierig, aber es ist schon nervig, wenn man ihn dreimal hintereinander machen muss. Ein Schocklochschlüssel. Auch dieser Schocklochschlüssel wird dafür benötigt, um Schocklochschlüssel zu öffnen. Bitte beehren Sie unsere Schocklochdienste bald wieder. Oh nein, der Fuchs brennt. Oh nein. Ja. Mach auf jetzt. So, hallo, liebe Tochter vom Torwächter. Wir sind hier, um dich dafür zu bestrafen, dass du deine komplette Rasse hierhin verbannt hast. I am Fox, and this is the Crown Prince of the Earthwalkers. We've been sent by the Snowhorn Gatekeeper to find the Spellstone. Do you know where it's hidden? My name is Belina Tay. The Gatekeeper is my father. Did he send you to rescue me? I'm sorry, Belina, but he feels you have betrayed the beliefs of the Gatekeepers. We were only sent to find the Spellstone. The old fool. I had to save the tribe. If it wasn't for my father being a gatekeeper, none of this would have happened in the first place. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass du so viel besonderer bist. Lass mich raten, das hat etwas mit diesem ganz unauffälligen kleinen Loch hier zu tun, das wir hier zufälligerweise gefunden haben. So. Ja, so ein Weg, Tricky. Komm, bist du wieder da, schon stehst du wieder im Weg rum. So, wir sollten wahrscheinlich nicht in dieses eisige Wasser rein. Da vorne können wir springen, da hinten können wir irgendeinen Knopf drücken. Verlieren wir hier kein Leben? Ist das kein Eiswasser? Doch, hier verlieren wir auch ein Leben. Das ist Eiswasser. Ah! Lass mich wieder weg! Tricky, ich werde sterben! Tricky! Okay, ich werde doch nicht sterben, Tricky. Alles gut, Tricky. Alles gut, Tricky. Was bist du? Ach, komm! Ich werde doch sterben, Tricky! Okay, ich werde doch nicht sterben, Tricky. Ah, gut, dass du jetzt mit uns redest. Bin ich von ausgegangen, nachdem du da in der Zelle warst. Das hast du alles schon gesagt. Gut, dass du mir das jetzt erzählst, nach den 3 Stunden, nachdem wir dich befreit haben. Trotzdem kein Danke oder irgendwie sowas? Toll. Danke. Wir werden dich bestimmt nochmal retten. Wenn ich da ins Wasser springe, bin ich tot. Aber was soll ich sonst machen? Okay, wenn ich so weitermache, bin ich auch gleich tot.
Da drüben bin ich eben gewesen. Ich kam weder an die Kletterwand dran aus dem Wasser, noch konnte ich da hochklettern. Hier muss ich irgendwo so reinstecken, aber das bringt mir momentan auch nichts. Ich werde sterben, Triggy! Ich werde sterben, Triggy! Ich würde sterben, Triggy! Ach, das sind One-Ups! Insta-One-Ups sind das, ja! Ich werde sterben, Triggy! Ich komme da immer noch nicht hoch! Triggy, ich werde so sterben! Komm ich da hoch? Da komme ich auch nicht hoch, Triggy! Und da komme ich bestimmt noch nicht hoch, ne? Da komme ich auch nicht hoch, Triggy! Ich werde sterben, Triggy! Was soll ich machen, Triggy? Sag mir, was ich machen soll, Triggy. Triggy. Alles klar, ich bin wieder da. Lass mich raten, du bist respawned, natürlich. Nicht abtauchen, sterben. Ja. Und hoch da. Ganz dolle Nummer, Fox. So, ja, und jetzt? Oh, Moment. Ist es möglich, dass... Nein. Es sah irgendwie möglich aus, dass ich den Kram darüber abschießen musste, dass sie runterfallen und ich dann damit was veranstalten kann, aber irgendwie... Kann ich hier hoch? Nein! Ich würde sterben, Triggy! Das ist nicht wahr! Oh, warte, da kann ich stehen. Toll. Das wusste ich natürlich. Ja, werden wir den zweiten Buff vom Dead wohl auch gleich nutzen müssen. Warum zum Teufel gibt es da oben denn extra diesen Scheiß? Das hier gibt es hier extra. Warum gibt es hier diese Energie? Um das Viech zu vernichten? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den Scheiß da abschießen, aber irgendwie... Okay, einen Versuch habe ich vielleicht noch, ohne einen Buff vom Dead zu verschwenden. Wenn ich einfach bis hierhin schwimme. Nein, ich werde trotzdem... Ich werde sterben, Triggy! Nein! Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nein, ich möchte keinen Buff vom Dead. Moment mal. Möchte ich speichern? Ich weiß nicht, ob ich speichern möchte. Kann ich das Spiel beenden? Nein, wo komme ich denn jetzt raus? Let's play. Genau an derselben Stelle. Gut, dass ich eben den Buff vom Dead verwendet habe. Wenn ich ohne Verwenden auch an genau derselben Stelle wieder rauskomme. Ja, gut, was ich jetzt hier genau machen muss, habe ich keine Ahnung. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich eigentlich diese komischen Dinger da von der Decke abschießen muss. Das wäre nämlich irgendwie logisch gewesen. Das ist auch logisch, weil auch hier, wenn ich die runterschieße... Würde ich da hinkommen? Also, es ist eigentlich logisch, die von der Decke zu holen. Das Problem ist, es haben die Entwickler des Spiels wohl nicht so gedacht. Die fanden das wohl nicht so logisch wie ich. Und das stellt mich halt vor das ein oder andere Problemchen. Stirb. So. Spring. So. Sammel ein. So. Sammel ein. So. Schieß ab. Kann ich hier sonst noch irgendwas veranstalten? Ich übersehe ja häufig solche Knöpfe, die ich abschießen kann, aber irgendwie sehe ich davon hier auch nichts. Keine Ahnung, was ich hier machen soll! Okay, aber ich würde sagen, um dieses Problem kümmern wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben gerade eben gespeichert. Und ich habe jetzt auch eine zweistündige Aufnahme-Session hinter mir. Deswegen sage ich euch einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.